Eigentlich ist das UMB Musikcamp wie so eine Art Zwei-Komponenten-Kleber. Es gibt zwei Sachen, die das eigentlich auszeichnen. Das eine sind die Workshops, die wir mit den Kindern machen und mit den Musikschulen an den Orten, wo wir spielen. Dass wir versuchen, Kids irgendwie in die Musik reinzubringen. Und das ist ja mittlerweile so groß geworden, dass wir die Workshops nicht mehr am Tag des Konzertes haben, sondern dass wir die ausgegliedert haben, teilweise an ganze Wochenenden. Jetzt waren wir dieses Jahr auf Borkum mit 11 Künstlern, Bands und ganz vielen Coaches, unter anderem eben Jan Löchel. Und dass wir mit der OLB zusammen auch eine Art Jugendmusikförderung bekommen haben. Und das zweite Komponente ist natürlich das Konzert. Das Besondere am OLB Camp ist auf jeden Fall die Nähe und die Freundschaften, die in der kurzen Zeit geschlossen wurden und die bedingungslose Unterstützung, die wir erhalten als Musiker. On this ocean called life, but most of us are afraid to swim. You have to dive deep to reach Atlantis. You have to jump to win. Mit Regencapes, weil es hat dort extrem viel geregnet. Aber was ich großartig finde, ist, dass selbst bei dem Regen, bei dem Wetter, die Leute sich nicht haben entmutigen lassen, hierher zu kommen und mit uns zu feiern und einen schönen Abend zu haben. Und das war ein extrem großartiges und schönes Erlebnis für mich, das trage ich in meinem Herzen. Ganz, ganz, ganz toll war es heute. Irgendwie ist so nicht wie die anderen. Woran das liegt, das kann ich nicht erklären. Und heute fällt es mir auch etwas schwerer, als sonst mich gegen den Moment zu wehren. Ich liebe das Suchen, mehr als das Finden. Darum ist es auch hier nicht vorbei. Heute in Leer war ein besonderes Konzert, weil wir waren jetzt zum dritten Mal in Leer. Wir waren mit Wolfgang Niedecken hier und wir waren mit Johannes Oerding hier und heute mit Alexa Faeser und Kathi Meyer. Und heute war das erste Mal und noch das einzige Mal in der gesamten Geschichte der Open-Air-Konzerte des OLB Music Camps, wo es geregnet hat und das Wetter schlecht war. Aber in Leer war es nicht leer. Die Leute haben Tickets gekauft, die Leute sind gekommen und haben uns einen verregneten, aber wunderschönen warmen Abend bereitet und wir ihn hoffentlich auch. Und insofern fand ich es halt schön, dass es einfach funktioniert, dass die Leute das trotzdem wertschätzen und kommen, auch wenn es regnet, weil es einfach irgendwie was Besonderes ist. Und deswegen war es heute für mich auch ein besonderer Tag. Eine Veranstaltung, wo richtig die Sonne scheint, ist natürlich perfekt und toll, aber eine Veranstaltung, wo es dann mal ab und zu ein bisschen regnet, wird legendär. Ja, für uns als OLB ist natürlich eine tolle Gelegenheit, junge Künstler mit erfahrenen Künstlern zusammenzubringen. Für die Stadt Leer ist es ein besonderes Highlight, solche Stars vor Ort zu haben.